Hobbystrategen hergehört. Lasst euch nicht einreden, dass die Strategie tot wäre. Im Gegenteil, fährt das Strategiegenre sogar immer wieder zu Höchstformen auf. Denn auch 2023 warten wieder eine Menge Spiele zum Tüfteln, Hochziehen, Ausbauen und natürlich wieder Zerstören. Damit ihr den kompletten Überblick habt, haben wir für euch die wichtigsten Aufbau- und Strategiespiele für 2023 zusammengestellt. Ab in die Tiefe geht es in Surviving the Abyss, und zwar ziemlich düster. Als Manager einer Forschungsorganisation zieht ihr eine Tiefseestation auf dem Meeresgrund hoch. Und das auch noch im Jahr 1976 mit feinster Retro-Technik. Ihr managt eine Gruppe Wissenschaftler, die ihr bespaßen müsst, damit sie in den Tiefen nicht den Verstand verlieren. Dafür baut ihr Ressourcen ab und eure Basis immer weiter aus. Aber Vorsicht vor den Schrecken, die in der Dunkelheit warten. Nochmal Tiefsee tauchen könnt ihr dann in Aquatico. Hier errichtet ihr eine Stadt auf dem Meeresgrund. Dabei macht ihr Gebrauch von einem einzigartigen Schichtensystem. So errichtet ihr eure Produktion auf dem Meeresgrund, während die Bevölkerung in ihren Kuppelstädten darüber sitzt. Doch gebt auch auf eure Verteidigung Acht, denn die Unterwasserwelt beheimatet gefährliche Tiere, die Löcher in eure fragile Infrastruktur reißen können. Deutscher Style ist im Kommen, also zumindest der aus dem Mittelalter. Denn nachdem Pentiment schon damit überzeugen konnte, macht nun auch Inculinati vom eigenwilligen Grafikstil Gebrauch. Anstatt Mordfälle aufzuklären und Story zu erleben, geht es hier aber darum, strategische Kämpfe auszutragen. Die finden stilecht auf der Seite eines schon leicht vergilbten Buches statt. Dazu gibt's noch einen ordentlichen Schuss Humor und fertig ist der nächste Knaller in deutscher Mittelalteroptik. Würden wir es nicht besser wissen, könnte man Barkan glatt für einen Nachfolger von Dune 2000 halten. Schließlich ist es ein Echtzeitstrategiespiel auf einem Wüstenplaneten, auf dem sich drei Clans um die Vorherrschaft streiten. Dazu schicken sie Fahr- und Flugzeuge in den Kampf, von denen letztere den berühmten Ornithopton verdächtig ähnlich sehen. Und dann gibt's auch noch Sandwürmer, die aus dem Wüstenboden brechen und alles verschlingen? Ja, mit diesem RTS schrammen die Entwickler also haarscharf an der Unterlassungserklärung vorbei und rutschen hoffentlich direkt in die Herzen der Echtzeitstrategen. Wenige Titel haben die Aufbauspielerfraktion so in Aufruhr gesetzt wie das neue Siedler, denn naja, so viel Aufbau ist gar nicht mehr übrig. Nachdem Ubisoft die Reihe 2019 mit einer fantastischen ersten Version neu starten wollte, bastelte man zwei weitere Jahre daran herum. Was nach Feinschliff aussah, war aber in Wirklichkeit eine 180-Grad-Wende. Das charmante Aufbauspiel wurde zum halbgaren Echtzeitstrategiespiel umgebaut. Ubisoft zog die Handbremse und gab dem Spiel noch fast ein ganzes Jahr mehr Entwicklungszeit, um die Mechaniken zu verfeinern. Am RTS-Grundprinzip will man nun aber festhalten. Dafür dürfen später auch die Konsolen mitmachen. Die Company of Heroes-Serie hat sich über die Jahre zu einem Strategie-Klassiker des Weltkriegssettings gemausert. Die Reihe bietet schließlich Echtzeitstrategie mit AAA-Optik, was im Genre doch eher selten geworden ist. Teil 3 mischt dabei das bekannte Konzept mit neuen Ideen. So kann auf Wunsch das Geschehen pausiert werden für genauere Planung der Angriffstaktik. Auch die neue Landkarte bietet Abwechslung, auf der ihr nicht nur schnöde Missionen auswählt, sondern in bester Total War-Manier eure Truppen verschiebt. Company of Heroes 3 schickt euch dabei aber nicht an die immer gleichen Orte, sondern bringt euch auch unbekanntere Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs näher wie Italien oder Nordafrika. Mit Meet Your Maker wagen sich die Dead by Daylight-Entwickler an ein frisches Spielkonzept. Der Titel ist ein Mix aus Aufbau- und Überfallspiel in der Ego-Perspektive. Auf der einen Seite zieht ihr eure eigene Festung hoch und macht sie so uneinnehmbar wie möglich, um den Schatz im Inneren zu schützen. Auf der anderen Seite überfallt ihr dann nämlich auch die Festungen von anderen Spielern. Das verspricht also ein stetiges Katz-und-Maus-Spiel, wer jetzt die bessere Festung errichtet. Natürlich kann man darüber streiten, ob das jetzt noch ein Aufbauspiel ist. Wir finden den Mix aber spannend genug für eine Erwähnung. Nachdem ihr jetzt schon 12-mal in Crusader Kings 3 zum Anführer des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation aufgestiegen seid, wird es Zeit für etwas Abwechslung. In Great Houses of Calderia steuert ihr nämlich auch eure gesamte Familiendynastie nur in einem Fantasy-Reich. Jedes Familienmitglied hat unterschiedliche Eigenschaften. Dazu wird ein starker Wert auf Diplomatie-Features gelegt, mit denen ihr Komplotte spinnt oder Pakte schmiedet. Dazu gibt es noch zahlreiche Mythen und Legenden, die im Fantasy-Setting natürlich durchaus schneller Realität werden können, als euch lieb ist.
angetreten! Aber zack, zack! In One Military Camp zieht ihr ein Armeelager hoch, von dem die ganze Welt abhängt. Nachdem die nämlich von einem bösen Fanatiker erobert wurde, seid ihr die letzte Rettung. Also bildet motivierte Truppen aus und achtet, dass ihr im Forschungsbaum auch modernes Kriegswerkzeug erforscht, damit ihr den Bösewichten gehörig in den Hintern treten könnt. Bei Terra Nil ist alles ein bisschen anders, denn anstatt eine Stadt oder eine hocheffiziente Produktionsanlage hochzuziehen, baut ihr hier zurück. Eure Aufgabe ist es, den Dreck vergangener Generationen zu beseitigen und eure Karte wieder in eine grüne Oase zu verwandeln. Schon 2022 konnte das Spiel mit einer Demo eine Menge Leute überzeugen, 2023 soll nun das fertige Spiel kommen. In Havendock zieht ihr eine kleine Überseeplattform hoch. Wo ihr anfangs noch auf einer wackeligen Holzplattform Treibgut aus dem Wasser fischt, baut ihr irgendwann Beete, Produktionsanlagen und Häuser hoch. Mit der Zeit kommen auch immer mehr andere Schiffbrüchige, die euch mehr Arbeitskraft liefern, aber auch versorgt werden wollen. Dazu gibt es einen umfangreichen Technologiebaum zum Erforschen. 1845 sind zwei Schiffe der Royal Navy auf der Suche nach der Nordwestpassage im ewigen Eis verschollen. Das begründete eines der größten Mysterien der jüngeren Geschichte. Terror, Endless Night, nimmt sich diese Geschichte und lässt sie euch spielen. Als Kapitän der im Eis gefangenen Schiffe ist es eure Aufgabe, eure Crew zu versorgen und beisammen zu halten. Dabei müsst ihr harte Entscheidungen treffen, die nicht jeden erfreuen werden. Der Berg ruft in Layzara Summit Kingdom. Das Aufbauspiel versetzt euch an die steilen Berghänge eines hohen Gipfels. Dort zieht ihr langsam eure Stadt über die verschiedenen Plateaus des Bergs hoch. Produktion, Wohnraum und sogar ein eigener Palast können errichtet werden. Dabei herrscht aber steter Platzmangel und die Gefahren des Berges wie Schneelawinen sind allgegenwärtig. In Pile Up ist der Platzmangel allgegenwärtig. Auf einer kleinen viereckigen Plattform errichtet ihr nacheinander immer mehr kleine Häuschen, bis ihr eine halbwegs sichere Grundlage habt, um eine weitere Etage obendrauf zu packen. Dabei müsst ihr immer darauf achten, eure Bewohner mit kleinen Annehmlichkeitshäuschen zufriedenzustellen. Aber Achtung, Katastrophen sind auch immer möglich und können eure Stapelsiedlung ganz schnell wieder einreißen. Mit Superhelden mal richtig aufräumen. Das könnt ihr in Capes. Das Strategiespiel lässt euch eure eigene Superheldentruppe zusammenstellen, die ihr in rundenbasierte Taktikkämpfe schickt. Dabei müsst ihr zusammenarbeiten und eure Kräfte auch kombinieren. Alles, um eure Stadt endlich aus der Hand der Verbrecher zu befreien. In Oxygen hat es die Menschheit mal wieder geschafft. Der Planet ist hinüber und der klägliche Rest der Überlebenden muss sich in einer kargen Zukunft zurechtfinden. Das Problem dabei? Sauerstoff ist Mangelware in dieser Zukunftsvision. Während ihr also eure Siedlung hochzieht und euch vor weiteren Naturkatastrophen wappnet, achtet immer schön auf euren Sauerstoffgenerator im Zentrum eurer Siedlung. Mit Pharao A New Era kommt eines der legendärsten Aufbauspiele in aufpoliertem Gewand zurück. Zur Zeit des alten Ägyptens zieht ihr eure Stadt am Nil hoch, bis ihr eine florierende Gesellschaft habt, die einer Hochkultur würdig ist. Das Remaster möchte das Original so gut es geht erhalten und stattet das Spiel daher mit HD-Texturen und verbesserten Animationen aus. Am Spielprinzip wird nichts verändert. Pharao ist aber nicht das einzige Spiel, das sich das alte Ägypten schnappt. Auch Builders of Egypt will die alte Tradition der Aufbauspiele bei den Pharaonen weiterführen. Die kostenlose Demo konnte dabei auch viele Leute überzeugen, doch sollten wir hier einen Disclaimer setzen: Der Publisher Playway sieht sich mit Anschuldigungen konfrontiert, wonach sie gern mal Spiele auf Steam setzen, die es noch gar nicht gibt. Einfach um zu schauen, ob das Interesse da ist. Builders of Egypt scheint hier aber noch das Projekt mit dem größten Fortschritt zu sein. Das gute alte Schachspiel, das Spiel der Könige, wird in Chessorama über den Haufen geworfen. Der Titel lehnt sich an Spiele wie What the Golf an und denkt eine eigentlich klare Spielstruktur um die Ecke. Wie würde man mit Schachfiguren zum Beispiel Fußball spielen? Wie erlebt man mit Schachfiguren ein Rollenspielabenteuer? Das alles will euch Chessorama Mitte 2023 herausfinden lassen. Mit Story of Seasons – A Wonderful Life kommt ein Klassiker der Aufbausimulation aus den Zeiten von PS2 und GameCube zurück. Im vergessenen Tal setzt ihr die Farm eures Vaters in Stand, betreibt Landwirtschaft und freundet euch mit den Bewohnern des Tals an. Die Neuinterpretation will den Charme des Originals einfangen, erweitert das Geschehen aber auch mit zahlreichen Festivals, Kochrezepten, Pflanzen und mehr. Die Welt ist grausam. Vor allem, wenn niemand mehr was hat. Das dürft ihr in Ascent of Ashes am eigenen Leib erfahren. In der Postapokalypse müsst ihr mit einer Handvoll Überlebender eine kleine Siedlung hochziehen. Dabei ist die größte Gefahr nicht eure Umwelt, sondern wie so oft die ebenfalls verbliebenen Menschen.
In der Welt treiben sich andere Fraktionen rum, die euch noch den Dreck unter den Fingernägeln streitig machen wollen. Also überlegt genau, wie ihr sie fertig macht in den pausierbaren Echtzeitkämpfen. Xbox ist nicht mehr nur Konsole, sondern auch PC. Und deswegen entwickelt man mit ARA History Untold ein PC-exklusives 4X-Strategiespiel. Das soll den Kampf gegen Civilization aufnehmen. Wie im großen Vorbild übernehmt ihr die Kontrolle einer Nation, die ihr durch die Menschheitsgeschichte führt. ARA muss dabei aber noch zeigen, wie es sich von Civ unterscheiden will, um es zu überflügeln. Fans von Stronghold sitzen ja bereits seit Jahren auf dem Trockenen. Neue Teile der Serie enttäuschen oft und der tausendste Re-Release von Stronghold Crusader ist nun auch nicht das Wahre. Castlecraft könnte da aber Abhilfe schaffen. Dort dürft ihr steinerne Bollwerke hochziehen, die ihr dann gegen Feinde verteidigen müsst. Dabei nutzt das Spiel eine Voxel-Engine. Die Mauern bestehen also aus vielen kleinen Einzelbausteinen, die eine realistische Zerstörung ermöglichen. Wir müssen aber auch sagen, dass es von Castlecraft bisher nicht mehr als nur ein paar Screenshots gibt. Die Frage, lebst du eigentlich hinterm Mond, könnt ihr in Dark Moon mit einem klaren Ja beantworten. Zumindest wenn ihr euch geschickt anstellt. Denn während ein Sonnensturm auf der Erde das totale Chaos angerichtet hat und die Kommunikation mit der Heimat ausgefallen ist, müsst ihr versuchen zu überleben. Dabei habt ihr eine mobile Basis, mit der ihr über die Oberfläche des Mondes krabbelt. Immer auf der Hut vor den bösen Sonnenstrahlen. Seid ihr in Sicherheit, buddelt ihr Ressourcen aus, baut eure Basis aus und trefft Entscheidungen über eure Crew. Nachdem EA die Dungeon Keeper-Serie erfolgreich gegen die Wand gefahren hat, haben die Realmforge Studios mit Dungeons das Prinzip in ihre eigene Strategieserie verpackt. Die hat ihr Vorbild mittlerweile überflügelt und erreicht 2023 schon ihren vierten Teil. Wie gewohnt baut ihr als böser Overlord euren Dungeon aus, der die strahlenden Helden zum Frühstück frisst. Diesmal sollt ihr das aber auf sehr viel größeren Karten tun. Nach Endless Space und Endless Legend kommt jetzt Endless Dungeon. Die Amplitude Studios sind wieder da mit einem Taktik-Roguelike. In dem stellt ihr euch eine Heldentruppe zusammen, die dann auf Schatzsuche auf einer geheimnisvollen, aber sehr toten Raumstation geht. Das bedeutet aber nicht, dass sie verlassen wäre. Im Gegenteil tummeln sich dort massenhaft Monster, die euch an den Kragen wollen. Wie für einen Roguelike üblich sind die Dungeons immer wieder neu zusammengestellt. Ihr nehmt euch aber Vorteile mit in die nächsten Runden. 2023 geht's auf dem PC los. Ja, auch wenn es noch kein eindeutiges Zeitfenster für die Veröffentlichung gibt, nehmen wir Frostpunk 2 mit in diese Liste auf. Schließlich wurde der Nachfolger zum eisigen Entscheidungsaufbauspiel bereits 2021 angekündigt. Gut möglich also, dass wir 2023 auf einen Release zusteuern. Bisher bekannt ist, dass wir 30 Jahre nach den Geschehnissen aus dem ersten Teil unterwegs sind. Die Zeit der Kohle ist vorbei und die Menschheit hat angefangen, Öl aus dem Erdboden zu pumpen. Welche Probleme das bringt und welche schwierigen Entscheidungen wir diesmal treffen müssen, werden uns die 11-Bit Studios hoffentlich noch 2023 verraten. Natürlich darf auch 2023 kein Aufbauspiel im Stile eines Factorio oder Satisfactory fehlen und das kommt mit Foundry. Dort zieht ihr wie gewohnt in der Ego-Sicht eine riesige Produktionsanlage hoch mit Minen, Kraftwerken, Fabriken und natürlich kilometerlangen Förderbandsystemen. Die Welt wird bei jedem Spielstart prozedural generiert und wer möchte, kann auch seine Freunde im Multiplayer-Modus dazuholen. 2023 geht's auf dem PC in den Early Access. Na? Mal wieder Bock auf so eine richtig schöne Runde Tabletop, aber keiner der Freunde hat Zeit? Naja, dann könnte For the King 2 was für euch sein. Im Spiel stellt ihr euch eine Truppe aus Fantasy-Helden zusammen, mit denen ihr über die Tabletop-Welt von Farul zieht. Dort besteht ihr taktische Kämpfe und lüftet nach und nach das dunkle Geheimnis der Königin. Weltraumstrategiespiel mal anders. In Falling Frontier wollt ihr nicht gleich eine ganze Galaxie unterjochen, sondern nur ein Sonnensystem. Durch den kleineren Maßstab haben die Entwickler aber die Möglichkeit, das Mikromanagement auszubauen. So designt ihr beispielsweise detailliert eure eigenen Schiffe und rekrutiert sogar eigene Crews für sie, errichtet Nachschublinien, stellt Handelsblockaden auf und fechtet natürlich in bester Echtzeitstrategie-Manier jede einzelne Weltraumschlacht aus. Alle Freunde von Black and White dürfen sich ebenfalls freuen, denn das Genre der Götteraufbauspiele kehrt mit Vater Deum zurück. Als allmächtiger Gott liegt es in eurer Hand, in welche Richtung sich das Königreich entwickelt. Seid ihr gütig, feiern euch die Untertanen. Aber auch grausame Götter können erfolgreich sein, wenn sie mächtige Blutrituale durchführen oder die Gläubigen gleich zu willenlosen Zombies verwandeln. Dabei konkurriert ihr mit anderen Göttern und es gilt, je mehr Anhänger ihr unter euch versammelt, desto mächtiger werdet ihr.
Ziemlich düster geht es in Gort zu. Da schickt der König eine kleine Truppe Leute aus, um die verbotenen Lande auszukundschaften und einen Stützpunkt zu errichten. Habt ihr euer Lager etwas ausgebaut, wagt ihr euch in die Wälder rein. Nur warten da schon eine Menge Schrecken auf euch, wie übergroße Spinnen, Baummonster und fiese Flüche. Das wirkt sich wiederum alles auf die geistige Gesundheit eurer Siedler aus. Ein Kampf ums Überleben und euer Seelenheil also. Mit Homeworld 3 geht ein Traum für Strategen in Erfüllung. War der Vorgänger zwar richtig gut, aber nicht beliebt in der breiten Masse. Dass nun doch ein Nachfolger kommt, ist daher also was Besonderes. Teil 3 setzt dabei nahtlos an Teil 2 an, sowohl in Story als auch im Gameplay. Erneut führt ihr eure Raumkämpfe nicht nur in 2D, sondern in 3D, was viel größere Taktiermöglichkeiten erlaubt. Schließlich könnt ihr nicht nur von rechts und links flankieren, sondern auch von oben und unten. Der Release wurde mittlerweile auf die erste Hälfte 2023 eingegrenzt. Ob das eingehalten werden kann, wird sich zeigen. Heart of the Machine stellt das Aufbaugenre etwas auf den Kopf, denn anstatt selbst eine Stadt hochzuziehen, startet ihr bereits in einer voll ausgebauten Metropole. Ihr seid nämlich die erste KI, die ein Bewusstsein entwickelt hat. Niemand weiß, dass es euch gibt und so könnt ihr zumindest anfangs ungestört vor euch hinarbeiten und die Millionen simulierten Menschen eurer Stadt langsam in eure Richtung treiben. Dabei ist es euch freigestellt, ob ihr selbstlos die Forschung vorantreibt oder die Menschen doch mit laserschießenden Tintenstrahldruckern unterjocht, die ihr im Geheimen entwickelt habt. Einer der Strategieklassiker aller Zeiten bekommt ebenfalls einen Nachfolger. In Jagged Alliance 3 bekommt ihr es wieder mit einem Umsturz einer Militärgruppe zu tun, die die Kontrolle über eure Heimat an sich gerissen hat. Jetzt ist es also eure Aufgabe, das Land zu befreien. Dafür heuert ihr Söldner an und treibt die Besatzer in rundenbasierten Kämpfen langsam zurück. Das Erkunden des Weltalls ist ein ewiger Traum der Menschheit. Jumplight Odyssey gibt dem Ganzen jetzt einen neuen Ansatz. Ihr steuert nämlich eine kleine Weltraumkolonie, die auf ihrer Reise zum Ziel einige Probleme lösen muss. Einerseits haben eure Bewohner natürlich Bedürfnisse, die erfüllt werden wollen, und andererseits müsst ihr auch noch dem bösen Admiral Voltan entkommen, der euren Heimatplaneten in Schutt und Asche gelegt hat. Das Roguelike-Aufbauspiel macht es euch also nicht gerade einfach. Eure Dynastie erhebt sich. In Lakeburg Legacy geht es nicht so sehr darum, mit Aufbau und Verwaltungsgeschick euer mittelalterliches Städtchen hochzuziehen, sondern eher mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Eure Aufgabe ist es nämlich, die vielversprechendsten Stadtbewohner miteinander zu verkuppeln, um glückliche Paare und damit glückliche Arbeiter, aber auch glückliche Kinder für die Zukunft aufzuziehen, die dann wiederum den Wert eurer Stadt steigern. Dazu kommen noch zufällige Ereignisse, die eure Mittelalter-Kuppelshow gehörig durcheinander bringen. Wem reiner Aufbau immer ein bisschen zu langweilig wird auf Dauer, dürfte mit Manor Lords auf seine Kosten kommen. Das Aufbaustrategiespiel will zwar auch mit einem ausführlichen und realistisch gehaltenen Siedlungsbau überzeugen, doch steht auch der Kampf im Vordergrund. Habt ihr genügend gebaut und Soldaten rekrutiert, könnt ihr in die Schlacht mit den benachbarten Lords gehen, um euer Reich zu vergrößern. Schon allein die erste Demo, die kurzzeitig auf Steam spielbar war, konnte bereits so viele Spieler begeistern, dass es zum meist erwarteten Aufbauspiel auf der Plattform aufgestiegen ist. Blockig wird's in Minecraft Legends. Der Ableger der Mutter aller Survival-Aufbauspiele nimmt die Welt und steckt sie in ein Echtzeit-Strategiespiel. Ihr erkundet eine große Spielwelt im typischen Minecraft-Style mit verschiedenen Biomen und stellt eine immer größere Armee auf. Mit der zieht ihr in die Schlacht gegen die Piglins aus dem Nether oder im PvP auch gegen eure Freunde. Klassische Echtzeitstrategie ohne viel Schnickschnack, das verspricht Man of War 2. Die Weltkriegsserie geht mit dem zweiten Teil eher in eine Evolution statt Revolution. Die Entwickler planen wieder zahlreiche historisch akkurate Einheiten, zerstörbares Terrain und eine stark verbesserte KI. Zwei Kampagnen und ein Multiplayer runden das Paket ab. Man of War 2 sollte eigentlich bereits 2022 erscheinen, die Entwicklung verzögerte sich aber. Mars Tactics folgt einer klaren und einfachen Linie. In rundenbasierten Kämpfen einen Planeten erobern. Ihr übernehmt die Kontrolle über eine von zwei Fraktionen auf dem roten Planeten und müsst mit ihr die andere unterwerfen. Das funktioniert dann in bester XCOM- und Jagged Alliance-Manier in rundenbasierten Kämpfen. Dazu gibt's ein detailliertes Physiksystem mit zerstörbarem Terrain. Kommt ihr also an euren Gegner nicht ran? Naja, dann ballert halt einfach ein Loch in die Wand. Eigentlich ist die Metal Slug-Serie ja für ihre 2D-Shoot'em-Ups bekannt. Mit Metal Slug Tactics betritt die Serie jetzt aber die Bühne der Rundentaktik. In ISO-Ansicht von oben steuert ihr eure Helden durch die Welt, sammelt Waffen auf, flankiert Gegner oder löst Spezialangriffe aus. Dabei erhaltet ihr Erfahrungspunkte, denn Metal Slug Tactics soll auch mit Rollenspielelementen motivieren.
Ein Trip in die Dunkelheit erwartet euch in Night is Coming. Das Aufbauspiel wirft euch in eine düstere Fantasy-Welt, in der ihr eure Siedlungen in ständiger Angst vor Angriffen hochziehen müsst. Todesfeen, Waldgeister, Werwölfe, das alles sind die Bedrohungen, die auf euch lauern. Doch solltet ihr euch nicht nur verschanzen, denn vergrabt ihr euch nur, merkt es das Spiel und die Gegnerwellen werden nur stärker. Wichtiger ist es, mit euren Siedlern die Umgebung zu erkunden, um den Fluch zu brechen, der auf der Welt liegt. Auch Nintendo beteiligt sich im nächsten Jahr mal wieder am Strategiegenre mit Pikmin 4. Viel ist da bisher noch nicht bekannt, außer dass ihr wieder die kleinen Pikmins steuert und sie durch diverse Vorgärten manövriert. Im ersten Trailer sieht man außerdem eine Taschenuhr recht prominent. Möglicherweise wird also das Thema Zeit prominenter vertreten sein. Rollercoaster Tycoon, aber auf Steroiden. So könnte man Park Beyond durchaus beschreiben, denn schließlich geben sich die Besucher eures Freizeitparks dort nicht mit einem schnöden Kettenkarussell und einer Holzachterbahn zufrieden. Nein, da muss es schon das Triple-Decker-Super-Karussell und die sich vierfach überschlagende Salto-Mortale Turbo-Achterbahn sein. Nächstes Jahr lasst ihr eurer Fantasie freien Lauf. Den inneren Geschichtslehrer befriedigt ihr mit Pax Augusta. Die Entwickler rühmen sich damit, die wohl realistischste antike Städtebausimulation im alten Rom zu entwickeln. Dafür wurden Ruinen detailliert analysiert und 1:1 nachgebaut. Doch müsst ihr eure Stadt auch vor den Gefahren schützen, die das Römische Reich damals geplagt haben. Feuer, Kriminalität, die elenden Barbaren aus dem Norden. Ihr siedelt 2023 von Britannia nach Dacia. Ein neuer Planet wurde entdeckt und eure Aufgabe ist es, in Plan B Terraform ihn bewohnbar zu machen und zu kolonisieren. Dafür zieht ihr Produktionsketten hoch, mit denen ihr eure langsam anwachsende Bevölkerung versorgt. Mit Terraforming-Technologien wandelt ihr den leblosen Felsbrocken langsam in eine grüne Oase um. Dabei legt das Spiel Wert auf enorme Simulationen. Euch steht ein ganzer Planet zur Verfügung. Das Terraforming basiert auf einer ausgeklügelten Echtzeitsimulation und eure Bevölkerung kann bis in die Millionen gehen. Die Schiene ist die Zukunft, zumindest im frühen 19. Jahrhundert. In Railway Empire 2 führt ihr wieder euer eigenes Schienenimperium an die Spitze. Dafür verbindet ihr Städte miteinander und transportiert Waren, damit die Dörfer langsam zu Metropolen wachsen. Damit das auch leicht von der Hand geht, legt man in Teil 2 nun sehr viel mehr Wert auf Bedienkomfort. Wenn sich frustrierte Entwickler von StarCraft und WarCraft von Blizzard abwenden und ihr eigenes Ding machen, dann sollte man die Ohren spitzen. Stormgate soll ein neues Echtzeit-Strategiespiel werden, das Menschen und Aliens aufeinander loslässt. Dabei ist nicht nur eine umfangreiche Story-Kampagne geplant, sondern auch ein ausgeklügeltes Multiplayer-System. Dazu wird es Free-to-Play, aber die Entwickler versprechen, dass es ohne Pay-to-Win auskommt. Oh, und haben wir schon gesagt, es kommt in der Unreal Engine 5? Zwei Zimmer, Küche, Bad und ein herrlicher Ausblick über die roten Ebenen des Mars. So oder so ähnlich könnt ihr euch euren Job in Space for Sale vorstellen. Als intergalaktischer Makler mit Bauarbeiterfortbildung errichtet ihr Häuschen und kleine Siedlungen auf fremden Planeten, um sie dann teuer zu verscherbeln. Dabei baut ihr Ressourcen ab und erkundet die heimische Flora und Fauna, auf dass sie euch nicht frisst. Und eure zukünftigen Käufer davon auch nichts mitbekommen. Gift für den Grundstückspreis und so, ne? Endlich mal wieder so wie früher macht es Tempest Rising. Die Hoffnung der Echtzeitstrategie hat nicht nur einmal etwas genauer zu Command & Conquer hingeschaut, aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Im Gegenteil, könnten Slipgate Ironworks hier endlich wieder das Echtzeitstrategie-Erlebnis bieten, das Electronic Arts schon lange aufgegeben hat. 2023 stürzen wir uns dann in den Kampf zwischen GDI und NOT. Wir meinen natürlich GDF und Tempest Dynasty. Mit Terminator Dark Fate Defiance schwingt ihr euch in Echtzeitmatches in der düsteren Zukunft der legendären Filmreihe. Deswegen werdet ihr auch nicht mit Arnie selbst unterwegs sein, sondern mit den letzten Resten der Menschheit ums Überleben kämpfen. Dazu gibt's klassische Echtzeitmatches im Multiplayer. Wenn die Macher von Star Wars Empire at War und dem Command & Conquer Remaster was Neues machen, da darf man schon gespannt sein. The Great War Western Front nimmt sich die Westfront des Ersten Weltkriegs vor, um spannende Schlachten zu inszenieren. Dabei kommt ein Mix aus Rundenstrategie und Echtzeit zum Tragen. Wie bei Total War manövriert ihr auf einer Karte eure Truppen und fechtet die Schlachten dann in Echtzeit aus. Die NASA will wieder zum Mond.
Doch bevor sie da überhaupt hinkommt, habt ihr in The Crust schon eine gigantische Kolonie hingestellt. Das Aufbauspiel stellt euch vor die Aufgabe, den Mond zu besiedeln. Dabei steht euch tatsächlich der gesamte Himmelskörper zur Verfügung. Neben dem Ressourcenabbau und der Energieproduktion erwartet euch noch eine motivierende Story, wenn das so alles hinhaut. Viel mehr als einen ersten Trailer gibt es von The Crust nämlich noch nicht. Die Wikinger haben ja in den letzten Jahren wirklich einen Lauf. Und auf dieser Beliebtheit baut auch der Viking City Builder auf. Hier zieht ihr eure nordische Siedlung hoch. Dabei müsst ihr auf die Bedürfnisse eurer Bevölkerung achten, aber auch eure Krieger nicht vernachlässigen. Der zweite große Teil von Viking City Builder sind nämlich die Echtzeitschlachten, in denen ihr auf diverse Raubzüge in Europa geht. Dabei sieht das Spiel richtig schick aus. Schließlich nutzt man die Unreal Engine und ermöglicht damit das erste Strategiespiel mit aktiviertem Raytracing. War Hospital ist ein spannendes Experiment, denn anstatt euch die Schlachten des Ersten Weltkriegs ausfechten zu lassen, leitet ihr hier ein Feldlazarett und müsst stetig Verwundete versorgen und das Lager ausbauen. Dabei will das Spiel historisch akkurat sein und ermöglicht euch beispielsweise verschiedene Behandlungsmöglichkeiten erst, wenn sie auch zeitlich wirklich erforscht wurden. Kennt ihr noch Swine? Das Spiel, wo sich Schweine und Hasen in Echtzeitstrategie-Manier gegenseitig bekriegen? Dann könnte Warpaws vielleicht was für euch sein. Hier kloppen sich Katzen und Hunde mit Ausrüstung, die an den Zweiten Weltkrieg angelehnt ist. Dabei soll es zwar einfach zu lernen sein, aber dennoch taktische Tiefe besitzen. Und haben wir schon erwähnt, dass es von den gleichen Entwicklern kommt, die auch die Strategiehoffnung Tempest Rising machen? Wenn Firaxis schon kein XCOM mehr macht, dann machen wir es eben selber. Das werden sich die Entwickler von Xenonauts gedacht haben, als sie ihr Spiel aus der Taufe gehoben haben. Das kam so gut an, dass nun schon Teil 2 erfolgreich bei Kickstarter gebackt wurde. Als Kopf der internationalen Abwehrkräfte müsst ihr verhindern, dass die Erde von Aliens unterwandert wird. Dafür zieht ihr mit eurem Sondereinsatzkommando in rundenbasierten Kämpfen in die Schlacht. Wer bei Civilization und der hunderttausendsten Reise durch die Menschheitsgeschichte mittlerweile nur noch gähnen kann, sollte sich Zephon anschauen. Im 4X-Strategiespiel ist die Menschheit nämlich fast ausgelöscht worden durch eine Alien-Invasion. Man konnte sie zwar zurückschlagen, doch die Erde liegt in Schutt und Asche und eure Aufgabe ist es, die Welt wieder aufzubauen und natürlich auch die restlichen Truppen der Eindringlinge auszulöschen. Und damit haben wir das Ende erreicht. Eine ganze Menge Holz oder Stein. Ja, egal. Auf jeden Fall eine Menge Ressourcen, auf denen Aufbauspieler und Hobbystrategen 2023 aufbauen können. War was für euch dabei? Dann schreibt's doch mal in die Kommentare. Lasst uns auch ein Abo und ein Like da, das unterstützt uns. Und für mehr Infos zu euren Lieblingsspielen, checkt pcgames.de.